Und wie ist es mit dem Ei im Teig? Wann kommt Ei in den Nudelteig oder muss überhaupt ein Ei in den Nudelteig? Grundsätzlich hängt es von der Art des Weizens ab, was man für ein Mehl bzw. teilweise was für ein Grieß man verwendet für die Pastaproduktion. Und jetzt ist das wirklich ein Riesenunterschied, weil in Norditalien, teilweise auch in Nordeuropa, sehr, sehr viel Weichweizen einfach gedeiht und angebaut wird. Dort hat man weniger Bindung in einem Nudelteig, da wird meistens Ei mit hinzugezogen. Nebenbei gesagt, die stabileren Pastasorten, die wirklich gefüllt werden, wie Ravioli, Tortelloni oder meinetwegen auch Lasagneplatten, die brauchen ein Ei, weil das einfach eine andere Elastizität im Teig voraussetzt. Und im Süden, in Süditalien, ist es wirklich so, dass da eher Hartweizen wächst und auch herangezogen wird. Und da wird die Pasta einfach ohne Ei produziert, auch traditionell schon, sodass die Pasta eigentlich seit 1000 Jahren dort schon immer vegan war, falls sich das jemand fragt. Ja. Und da ist das Ei für die Bindung dann einfach nicht notwendig. Und abschließend gesagt haben wir natürlich auch von der Pasta wirklich diesen Effekt, dass es eben diese vielen verschiedenen Formen gibt, egal ob jetzt Ei oder nicht Ei in dem Teig drin ist. Jeder soll da wirklich das essen, was er schmeckt. Mhm. Auch wenn ein italienischer Freund von uns aus dem Feinkostbereich immer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil man da wirklich von der Philosophie her viele Fehler machen kann und eben zu einer Soße die falsche Pastasorte auswählt. Aber sind die Italiener empfindlich, ja. Richtig, richtig. Das ist ja wirklich eine Philosophie.